So, die Königreiche der Nordlinge. Aha. Die Magiekunst. Die Macht über die Zauberergebieten wird gemeinhin Magie genannt. Eine mir persönlich bekannte Zauberin sagt, Magie sei Chaos, Kunst, Wissenschaft, Fluch, Segen und Fortschritt. Mag poetisch klingen, trifft den Nagel jedoch auf den Kopf. Alles hängt davon ab, wer sich ihrer bedient. Tatsache ist, dass sich mit Magie Dinge bewerkstelligen lassen, die ohne sie undenkbar wären. Hexerzeichen sind auch eine Form der Magie. Sie können sich jedoch nicht messen mit den Kräften, über die die Magier gebieten, und werden darum von diesen belächelt. Ohne Magie wäre die Welt viel ärmer. Viel Schönes hätte sich niemals ereignet. Wir sind gleich fertig. Die Thymerische Dynastie. Die Tochter von König Foltest, schon im Mutterleib verflucht, kam als tote Bestie zur Welt. Man begrub sie, doch sie wuchs, bis sie sich eines Tages als grässliche Striege aus dem Grab erhob. Die scharfzahnige Prinzessin terrorisierte Wysima, bis Geralt sie von ihrem finsteren Fluch befreite. Jahre später ergriff der Fluch erneut Macht über Ada und wieder musste der Hexe sich der Striege entgegenstellen. Diesmal war jedoch Politik im Spiel. Der Orden der Flammenrose hatte für die neuerliche Verwandlung gesorgt, um Chaos in Wysima zu stiften und König Foltest zu entmachten. 3 Jahre unter Endriagen. Endriagen sind Waldwesen, die an Spinnen erinnern. Besonders wohl fühlen sie sich am feuchten Wiesen mit hohem Gras. Endriagen sind nicht groß, sondern lang. Sie bewegen sich auf 4 Pfoten und werden von ihrer Beute selten bemerkt, wenn sie reglos lauern. Wie Kikimoras spezialisieren sich Endriagen. Die meisten sind Soldaten, einige sind Wächter. Königinnen sind sehr selten. Die Königinnen befestigen Eier in Kokos an Bäumen. Hieraus schlüpfen neue Endriagen. Alle Kokos an einem Baum bilden ein Nest. Die Königinnen sitzen gut bewacht in ihrem Versteck und interessieren sich nur für das Nest. Wird es attackiert, kommen sie hervor und stürzen sich auf den Angreifer. Will man Endriagen loswerden, sollte man die Königin aus den Verstecken locken und töten. Dazu könnte man die Kokons anzünden. Ah, das ist dann der Hinweis, den wir brauchen für den Quest. Erscheinungen, Furcht und Schrecken der Menschen. Erscheinungen sind nicht, wie einige behaupten, die Auskristallisation bestimmter Ängste. Sie sind sichtbar, greifbar und gefährlich. Die Priester lehren, dass Menschen zu Erscheinungen werden, wenn sie plötzlich sterben, ohne bestimmte wichtige Angelegenheiten erledigt zu haben. Erscheinungen haben also Ziele. Manchmal sind sie sich dessen gar nicht bewusst, häufiger jedoch verfolgen sie ohne Rücksicht auf die Lebenden. Betrunkene, Skript für Novizen des Ordens der Flammenrose. Es kommt vor, dass ein ertrunkener Mensch als Monster wiederkehrt, um die Lebenden zu plagen. Der Untote zieht seine Opfer unter Wasser, reißt sie beim Ertrinken mit scharfen Krallen in Stücke und verspeist sie wie Geschnetzeltes. Solche Kreaturen nennt man Ertrunkene. Besonders häufig findet man sie am Ponta, der sie dank Schiffsverkehr und Besiedlung der Ufer mit Nahrung versorgt. Gleich haben wir es. Gräuel des Krieges. Moderhäute. Moderhäute sind Nekrophagen. Sie fressen also vorzugsweise Kadaver, verschmähen aber auch lebende Beute nicht immer. Man findet sie bei Schlachtfeldern oder Ansiedlungen, die von Epidemien oder Hungersnötern heimgesucht werden. Sieht man eine Moderhaut, kann man davon ausgehen, dass noch mehr in der Nähe sind. Sie erscheinen urplötzlich und können noch schneller verschwinden, wenn sie Gefahr wittern. Darum ist es schwer, alle auf einmal zu töten. Besser schneidet man sie einfach von ihrer Nahrungsquelle ab, indem man alle Kadaver und Leichen in der Gegend verbrennt. Nicht vergraben! Moderhäute können prima buddeln. Haben sie nichts mehr zu beißen, ziehen sie weiter und versuchen ihr Glück woanders. Magie und Macht. Personen, die über magische Kräfte verfügen, nennt man gemeinhin Zauberer, doch sie haben im Laufe der Jahrhunderte noch andere Namen bekommen, nicht alle davon schmeichelhaft. Die Vielfalt oszillierte von der respektvollen Anrede der Wissende oder Erzmeisterin bis hin zum nicht gar so blumigen verdammter Schweinehund holt in die Pest, respektive einem umgangssprachlichen Wort, das hier aus Respekt vor Frauen und Sprache ungenannt bleiben soll. Okay. Die Macht über die magischen Kräfte stellt Zauberer über die Normalsterblichen zum Guten oder Schlechten. Seit Anbeginn der Zeiten erinnert man sich ihrer entweder als Wohltäter und Helden oder als Schurken ohne Ehre und Gewissen. An dies erinnert man sich freilich länger, was das Misstrauen des schlichten Volkes gegenüber Zauberern erklärt.
Neckar im Nebel. Man stelle sich einen Ertrunkenen vor, der Tunnel graben und auf Bäume klettern kann, der noch böser ist und verbissener kämpft, der Überraschungsangriffe stets im Rudel ausführt. Das wäre ein realistisches Bild vom Neckar. Diese Wesen, primitiv oder nicht, sind der Schrecken der Wälder, von Mensch und Tier gleichermaßen gefürchtet und gemieden. Neckar sind keine Einzelgänger, sie schließen sich zu Stämmen zusammen, damit sie auch stärkere Gegner besiegen können. Im Kampf gegen Neckar kann ein Hexer sämtliche Techniken einsetzen. Wirksam sind unter anderem Zeichen, Fallen, Bomben, Gifte und blutungssteigernde Öle. Neste von Neckern zerstört man mit Hilfe der Bombe Kartesche. Da steht es übrigens drin, wie wir die Neste vernichten dann. Riten von Midiate. So, Midiate oder Mittsommer ist der Tag der Sommersonnenwende, der im Sonnenkalender der Elfen den Beginn des ersten Sommermonats markiert. Elfen glauben, dass sich alles unter der Sonne in Zyklen eignet. Nach Midiate werden die Tage kürzer und das Sterben beginnt bis zur Wintersonnenwende. Sommerschreine, die an diesen Tag errichtet wurden, ehren die Sonne und das Leben und sie zollen der Unvermeidlichkeit des Todes Tribut. Zauber, die Lebewesen schützen und Kraft aus der Wärme der Sonne beziehen, sind in der Nähe dieser Schreine besonders stark. Hexen nutzen sie, um Ernten zu segnen und Feuer zu beschwören. Sogar gottlose Hexer verneigen sich vor Sommerschreinen, um die Intensität ihrer Zeichen zu steigern. Spezialverbände in Temerien. Die blauen Streifen wurden gebildet, nachdem sich die lausigen Schildträger im Kampf gegen die mobilen Einheiten der Skoyatel als Riesenreinfall erwiesen hatten. Die ersten Spezialverbände wurden von König Demavend zusammengestellt und von der berüchtigten Weißen Reile angeführt. Im Kampf gegen die Eichhörnchen fielen sie durch Effektivität und Erbarmungslosigkeit gleichermaßen auf. Ihr Hass auf Anderlinge sprengte, milde formuliert, den beruflichen Rahmen. Die Skoyatel hassten die Verbände ebenso sehr und die Gefechte verliefen entsprechend brutal. Außer der Bekämpfung von Freischärlern versahen die blauen Streifen eine Reihe weiterer gefährlicher Aufgaben und genossen den Ruf exzellenter Könner. Die Weiße Reiler, ich erinnere mich an sie. Arme Frau. Ist gestorben in Witcher 1. Garvenas Notizen. Diese Zauberin gefällt mir überhaupt nicht. Alle Magierinnen tragen die Nase hoch und alle riechen wie eine läufige Hündin. Aber die führt gewiss etwas im Schilde. Man merkt, es geht hier nicht allein um Geld, sondern darum, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Als spielte sie mit ihnen. Kann man sie der Spionage verdächtigen? Wenn es wahr ist, dass die Zauberinnen Gedanken lesen können, muss ich mich in Acht nehmen. Wenn herauskommt, dass ich mit dem Skoyatel gemeinsame Sache mache, sollte ich mich besser aufhängen, als in Loredos Kasematten zu leiden. Okay, wir sollten die Bücher wirklich alle lesen. Die Puffmutter macht mit dem Skoyatel gemeinsame Sache. Schön. Sprechen wir sie mal drauf an. Das Pontartal. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, warum das Pontartal strategisch so wichtig ist. Es markiert die Grenzen der Königreiche Temerien, Redanien, Kaedwen und Erdien. Zu Recht heißt es, wer das Pontartal kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Norden. Das ist nämlich ein Dingens. Wer Dune kontrolliert, kontrolliert das Spice. Und wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. Fällt mir gerade bloß ein. Es gab schon manche Konflikte zwischen den erwähnten Staaten um das Tal. Oft färben sich die Wasser des Pontarot, wenn wieder Schlachten toben, aus zahlreichen Gründen. Kriege um politische Interessen des Adels, Kriege um Handelsprivilegien für die Kaufleute, im Laufe der Jahrhunderte verworben mit Prognomen, dem Freiheitskampf der Elfen und Aufständen der Barone im Grenzland. Obendrein gibt es von Zeit zu Zeit Bauernrevolten, die die jeweils verfeindeten Seiten zwingen, den blutgierigen Mob mit vereinten Kräften niederzumetzeln. Es soll sich noch zeigen, dass das Pontartal auch jetzt wieder zum Schauplatz so einschneidender wie blutiger Ereignisse wird. So, eng beschriebene Nachricht. Notizen von Shiala de Tankerville über den Kairan. Es ist zweifelsfrei ein Kairan, dasselbe Geschöpf, von dem die Berichte bereits vor Jahren kündeten. Das Angebot des hier ansässigen Buchhändlers war überraschend groß. Ich habe auch einen Lokaltermin vorgenommen. Das Ungeheuer ist größer, als ich dachte. Wahrscheinlich bin ich im Zweikampf nicht gewachsen. Es sei denn, ich vertiefe meine Studien, aber dafür fehlt mir die Zeit. Der Hexer? Fragezeichen. So, wir haben alles gelesen.
Hurra! So. Das sind alles die Questgegenstände, was wir haben. Schemas. Alchemie, Mutagene. Was ist ein Hexer eigentlich? So. Ich speichere mal. Zerstöre die Kokons der Endriaden und töte die Königin. Okay. So. Das ist die Stimme vom Lord. Wirkt bei mir auch. Finde ich sehr gut. So. Bei Spice muss ich wieder an die Kräuter für den Eigenbedarf denken. Ja, du. Es ging ein Mägdelein tief in den Wald hinein. Bum, bum, bum. Tief in den Wald hinein. Da kam ein Eichhorn an und tat, was nur ein Mann tun kann. Was nur ein Mann tun kann. Ich habe eine schönere Gesangsstimme. Muss ich ganz kurz betonen. So, Frage. Weißt du, wie sein Hexer mit einer Schriege treibt? Nein, erzähl. So, hat ihr was dazu zu sagen? Grüß dich. Womit kann ich dienen, junger Mann? So, Informationen über Loredo. Ich habe noch nie was Besseres gehört. Loredo ist ein Grob. Die Steuern. Okay. Man kann sie nicht darauf ansprechen. Schade. Aber sie arbeitet mit dem Squire Tell zusammen. Schon wieder du? Sehr gut. Also gut, Miss Endriadenköniginnen. Zerstöre die Kokos der Endriaden und töte die Königinnen. So. Aber ich habe keine Karte dafür, ne? Zerstöre die Kokons der Endriaden und töte die Königin. Ja, okay. Jetzt ist die Bonusfrage. Wo sind die Kokons? So, ich hasse die Insekten. Darum töten wir sie ja auch. Das ist der Sinn dahinter. Natürlich pennen die hier wieder alles. Sehr gut. Guck auf die Map. Ja, Koppel, ich habe auf die Karte geguckt. Es gibt hier keine Hinweise, wo ich hin muss. Wie du siehst. Ich habe die Quest ausgewählt, aber ich habe nichts, was da drauf ist. Also ich habe keinen Questhinweis, wo die Punkte sind. Wie du siehst. Also ich habe kein Questziel, also muss ich manuell suchen. Verbrechen. So, wir haben zumindest die Endriadenkrieger hier. So. Oh, geil, Blut im Gesicht. So. Haben wir das. Das ist das erste Teil, das ist auch noch Loot hier. Ah, ist eine Falle hier wieder. So. Ach ja, ich bin wieder reingelaufen, ist klar. Ich wollte es eigentlich entschärfen, weil ich sie gesehen habe. So. Uff, da ist Witcher 3 etwas spielerfreundlicher. Well. Also, wenn ich das richtig gecheckt habe, muss ich jetzt die Eier suchen von den Endriaden. Die in den Bäumen hängen. Wie auch immer das dann gehen soll, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie diese Eier ausschauen. Boah, ich hasse es. Diese blöden Fallen. Zum Glück machen die kaum Schaden. Aua. Aua. Oh, das ist doof. Das war dämlich. Ich gebe zu, das war mega dämlich. Oh, geil. Ich habe nicht mehr gespeichert dann weiterhin. Das ist hervorragend. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Was?
Eine Sache lässt er keine Ruhe. Spuck's aus. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da hinten irgendwo rausgegangen, ne? Alles in Ordnung? Das ist ein Spaß, sag ich euch. So. Dann gehen wir nochmal daraus, mal die ganze Schlose nochmal. Und diesmal speichere ich aber. Mehr speichern. So, Spiel gespeichert, wie man sieht. So. Stirb. So, okay. Das ist echt doof, weil ich muss echt die Dingens rausholen. Fall entschärfen, jetzt. So. So, speichern. So, das war jetzt hier, glaube ich, irgendwo, ne? So. Na, komm her. Aua. Lass das. Man sollte vielleicht so nicht so dämlich da mitten reinlaufen, die ganzen Nester. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Aua. Ich bin tot. Oder auch nicht. Ich hab Glück gehabt. So. Glück gehabt. So. Einmal speichern. Ha, so. Also gut, nachdem denn so viele Endriagen sind, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass die Dinge hier sind, dass hier irgendwelche Eier sind. Verfluchte Biester. Was? So. Interessant, da war, glaube ich, irgendein Grafikglitch gerade noch. So. Hallo? Achso, ich werde wieder angegriffen von irgendwas. So. So, Krieger, Engarde, irgendwas. Also ich vermute mal, dass die Eier hier irgendwo in der Nähe sind. Und zwar aus einem Grund, weil hier gar so viele sind. Bei dem anderen weiß er bloß ein Teil. Benutzt Lebenskreis, geil. Öffnen. Ach, das sind diese Eier, oder was?
Okay. Oh nein. Oh nein, ich glaube, ich habe ein Problem. Hoch. Blöder Scarlet Hell, geh weg. Und ciao. So. Wo ist der Bogenschütze? So, schau. Blödes Gold, hell. So, haben wir das. Das Problem ist, ich kann das Ei nicht mehr kaputt machen. Ich kann es zumindest nicht aufmachen. Ich bin überlastet. Ja, lecco mio. Und ich bin mitten im Wald. Was super ist. Blöde Frage. Na, das geht wenigstens nur einigermaßen. So, jetzt, okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass das die Eier sind, die wir vorhin gesucht haben. Und ich mir dachte, irgendwas ist damit komisch, da müssen wir was machen können damit. Problem ist bloß, kriege ich das jetzt wieder auf? Ja, geil. Ich kann die Quest nicht fertig machen. Oder? So. Okay. Gut, ich kriege da mal zu Kreuze. Ich muss mal eben zurückwandern in die Stadt. Ich schleppe wieder viel zu viel mit mir rum. Was sehr dämlich ist. Hat aber einen Vorteil. Das Waffen... Waffen. Das Fallenentschärfen geht viel einfacher jetzt. Weil ich nicht mehr reinlaufe in die Fallen, weil ich so langsam bin, dass er im Vorfeld stoppt. Das hat einen Vorteil. So. Du bist überlastet. Ja, Mensch, mach Sachen. Ist mir nicht aufgefallen. So. Ist ja schön, dass mir das Spiel immer noch darauf hinweist, dass ich überlastet bin. Ja, das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Wo geht es eigentlich in die Stadt wieder rein? Ich suche gerade einen Weg rein in die Stadt. Tja, Mensch. Ich bin richtig schnell. Aber das könnte der richtige Weg hier sein. Bin mir nicht sicher. Ja, das ist Tor. Sehr schön. Dann marschieren wir da eben mal rein. So ganz entspannt. Wir haben es ja nicht eilig. Tap, 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 tap. Diese Wachen sind solche Pfeifen. Pennen während des Dienstes. Ich würde die alle sofort aufknüpfen.
Er streift da durch Nacht und Wind. Es ist der Hexer mit seinem Loot. Ja, kann sich bloß um Stunden handeln. Das ist so eine klassische Streamer-Krankheit einfach oder generell so eine klassische RPG-Krankheit. Man sammelt einfach alles auf, was man irgendwie kriegen kann, man klaut alles und dann wundert man sich, dass man plötzlich 8000 Kilo mit sich rumschleppt und nicht mehr laufen kann. Komisch. Flotsamer Markt. Gut, also was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, ich lagere ein paar Sachen. Einmal vor allem die ganzen Bücher brauche ich alle nicht dabei. Da habe ich nämlich bloß die Bücher dabei, die ich noch nicht gelesen habe. Was an sich, glaube ich, eine gute Idee. So, ich speichere eben mal. Wie gesagt, ich habe immer noch Angst, dass das Spiel ab und dann abschmiert. Was? Es ging ein Mägdelein tief in den Wald hinein. Bum, 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 bum. Hier in die Fresse. Genau, ich singe jetzt mit. Sehr zur Freude meiner Zuschauer dann. Die freuen sich bestimmt, wenn ich so singe. So, ich möchte was kaufen. Verkaufen, besser gesagt. Und zwar... Gerümpel. Weg, weg, weg. So, blaue Berge. Von den blauen Bergen kommen wir. Von den blauen Bergen kommen wir. Solides Stahlschwert. Okay, so, machen wir das. Solides Langschwert. Fallen. Ah, die Fallen wiegen übrigens 21 Kilo, was ich mir alleine rumschleppe. Finde ich gut. So, das sind die ganzen Questgegenstände. Pass auf den linken Haken. So, aufs Lager zugreifen. So, dann die ganzen Bücher schmeißen wir eben mal da drüben rein. So, dann auch die Fallen schmeißen wir drüben rein. Aufwertungen, die Öle lassen wir mal dabei. So. Verkauf nicht möglich. Ach ja, ein Eisenrahmen. Ja gut, das ganze Eisenerz, was wir haben und so weiter, das ist halt schon sehr viel. So, die Schemas wiegen nichts. Die können wir da behalten. Die Zutaten, was ist denn damit? Das ist auch faktisch nichts. So. Ausgewogenes Stilett, Distanzwaffe 50 bis 70. Okay. Geisteröl. Haben wir irgendwas? Das wiegt auch fast nichts. Ja, gut. Wir haben wieder auf jeden Fall eine Menge Platz. So, speichern. Hey, wir können wieder laufen. Hurra. Solche wie dich kenne ich. Und das Spiel ist abgeschmiert. Es ist unfassbar. Jetzt hat man echt ein paar Stunden Ruhe, jetzt ist das Spiel einfach wieder abgeschmiert. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Dann, nachdem es kurz nach 10 ist, machen wir jetzt eher einfach dann direkt Schluss. Weil, ja. Ich muss morgen recht früh raus und dann machen wir halt jetzt den Cut, wenn das Spiel meint, es muss ich einfach beenden. Jetzt mag ich es nicht mehr starten. Dann für YouTube ist auf jeden Fall hier dann der Cut. Das Spiel will heute nicht mehr. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Witcher wieder. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.